Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost in Random. Im letzten Part haben wir endlich die Geschichte ein bisschen fortgesetzt und den Bürgermeister getroffen, der, wie wir gehört haben, ein paar Augen von Typen hat, der uns bei Dicey mit seinen Punkten helfen könnte. It's so beautiful, the upside downtown. Ja, natürlich. Mal schauen. Ob der mir wirklich die Augen geben kann oder geben wird. Nachdem er die hier von Lenny halten hat. Yes, yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... How best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand and then one day he was just there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here even. Our personality's becoming personified now. Yeah. Ist nicht irgendwo gefährlich, wenn die Persönlichkeit einen eigenen Körper halten? Ich meine, wahrscheinlich besser einen eigenen Körper als so wie es bei einem Typen war, dass sie sich den gleichen Körper teilen müssen und ja, stelle ich mir auch gerade nicht lustig vor. That's what Roy M is. He's growing out of my hat and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? Wie bereits erwähnt. Wieso kommen... Okay, wir wissen ja schon, was sein Hut wächst. What's that little girl? You want to know how our first past the post-democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. Das ist Bürgermeister Rückwärts, oder? What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great. But the things he's doing, I don't know if I can support them. Warum lässt du dich von ihm herumkommandieren? Because he serves the Nanny Fortuna. We both do. Whatever she wants, he's ready to do. And therefore he deserves to be listened to. He's my opposite. But at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got their other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Ja, genug, Chris. Hast du die Augen meines Freundes 7 mal geklaut? I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Aber... Well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you, even. It's your choice. And good luck.
Ja, natürlich. Die nächste Person, die uns nicht wirklich helfen kann. Irgendwie sind die Leute in zwei Stadt nicht gerade die, die uns helfen können, wenn man es genau nimmt. Ich meine, ein paar, ja, können uns helfen, aber mehr auch nicht. Die anderen haben alle nur Aufgaben für uns. Oh, da machen wir ihr eigenes Ding. My name is Royan, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... Halt? Big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. Sieht so aus, als hättest du ein paar Probleme beim Reimen. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, Halt, stop interrupting me, I almost had it! Ah! Ich dachte, andere wäre der Bürgermeister. Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my... Yes, I was about to say that. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Wünschen? Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon, and you're interrupting me? What do you want? Ich hast Sigmas Augen können uns doch sicher einigen. Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new two town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Yeah. Good. Very good. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I am struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Hältst dich ran? Ah, yes, that's it precisely. Just teach me how to rhyme. In a nice manner. Wie man reimt. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. Oh man. Ah, you are good. Ey, ein perfektes Mondgedicht schreibe, gibst du mir die Augen, stimmt's? Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are... parallel to each other. Wo kommst du eigentlich her? My origins are as amazing as they are obscure. All you need to know is that I am a successful... Unternehmer? Stop interrupting my poetry! Ja, natürlich. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get... cooked.
sagen. I was about to say that. Natürlich. It was a mad quest for an insane upside down mayor. But it was all even had to go on. There was some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. Yes. Inspiration. Irgendwelche Propagandabilder, natürlich. Ein Plakat zwischen den Zeilen dieses und sonst wenig bemerkenswerten Plakats versteckt sich die Inspiration für Reime und Gedichte. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with three personalities. Miss? I could use that word. Wo haben wir gerade? Da haben wir das runtergemacht. Und eine weitere Märchenbuchseite. Build, build my city in the sky. Go on, don't be shy. Eigentlich so sollte man das Stadt im Himmel bauen. Beziehungsweise eine Stadt, die verkehrt rum ist. Natürlich nicht. Obwohl ich kann's verwenden für einen Hammer. Wollen wir uns noch ein Schild? Oh, natürlich. Ein Schwert? Nee, brauche ich nicht. Ist halt blöd, wenn man nicht die Karte bekommt. Armbogen. Von zwei. Perfekt. Genau das, was ich benötige. Was ist auch irgendwo ein Gegner? Ja, natürlich kommt da noch mehr. Erledigen. Oh nee, das ist nicht so toll. Ich brauche irgendwas Gutes. Zwei ist jetzt nicht wirklich das, was ich brauche. Eine Hand.
Ja, kann ich brauchen. Und noch eine Waffe. Natürlich nehme ich die. Okay, ich habe ein paar Probleme. Oh, schnell eine neue Waffe. Ganz, ganz schnell eine neue Waffe. Zwar ist es nicht so der Burner. Natürlich besser als gar nichts. Was gut? Ja, natürlich nein. Wieso ziehe ich nein? Ja, ich habe Bogen wieder. Bogen ist sehr gut. Ich habe noch eine Hand gezogen. Eine Hand kann ich gebrauchen. Kosten verringern. Elixier. Und mir ist noch ein weiteres Schwert. Hand, Schwert, Schild und noch ein bisschen Leben. Okay, das hat sehr gut geklappt. Oh, haben wir noch eine Propagandabrose und einen Typen. Oh, Christ! I was pinned down by those vile machines. But now they're scrap. So thank you. The name's Big Red. Schön, dich kennenzulernen. Ah, playing it mysterious. Not telling me your name. I can respect that. I'll call you Big Mystery. Big Red and Big Mystery here in Toottown. Pleasure to make your acquaintance, kid. What brings you up here to this? This horrible place, Big Mystery. Ich bin auf einer Mission, meine Schwester zu retten. I wish I could help. Sorry, kid, but I got a life here. A precious little life, but it's mine.
And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to Two Town. See, I have this brother, named a Little Joe. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Oh, you remember. Looks just like me, only he's a jerk. I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there, and I'm stuck up here, and I hate every minute of it. Ja, so ein Mist. I've had better times, yeah. Now I just want to go home. Natürlich. Now I can. Oh, thank you. You've really made a difference in my life, Big Mystery. Oh, please, take this. It's my way of saying thanks. I'm finally free! Oh, natürlich wieder ein paar Münzen. A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah. I like the sound of that. Ah, der Kartenverkauf ist hier. Trade it in for a new one. Ja, wir müssen halt Karten kaufen und den neuen freischalten. Ist halt blöd gemacht. Aber ist das so, als ist irgendwie anders? Okay, ja, dann nehmen wir Schaden. Weicht die mit ihren Blinzeln durch Gegner aus, allein dieser Schaden. Okay, der Effekt hält halt nur 30 Sekunden. Es verwandelt sich in tickende Bombe, explodiert nach 9 Sekunden. Im Gegensatz zu ihm überlebt, da ist die Explosion. Natürlich. Kristallfluch. Wenn du Kristall zerstörst, die an deinen Gegner sind, erleidet dieser ebenfalls Schaden. Das hört sich nicht schlecht an. Kostet halt einfach sehr viel. Meine tickende Bombe als Dicey. Preis. Das ist halt alles sehr teuer. Ja, nächstes halt einmal mit. Kann ja nicht schaden. So, mal schauen, haben wir hier noch irgendwo ein Poster? Na, wir haben auf jeden Fall hier noch ein bisschen Geld. Geld nehme ich gerne mit. My workers are building a terrific raid. If you ask me, I think that's Und ein weiteres Gedicht. Inspired by the new moon of Two Town. It's twice as good as his last album. Croon. That's a nice poetic word. Yeah. Okay. Das ist auch die Poesie beinahe. Jetzt holen wir mal die Skills raus. Was haben wir hier noch? A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet. You simply have to try. Crazy Cryptids Chopped Cheese Blue. Now half price every second Tuesday. Huh. Spiritual Bouquet. It's a nice turn of phrase. Yeah, natürlich. There. Even had all the material she needed to face Royam in a battle of rhymes. But did she have the skill? There was only one way to find out. Ach nee, das werden wir ja dreimal verlieren. Aber egal. Ich werde, glaube ich, trotzdem ein paar Partner dieser Woche schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen und lasst eine Wertung, dass euch gefallen hat. Wenn nicht so sollt, könnt ihr euch gerne nach Hause lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lost in Random wieder. Ciao.